Ich begrüße euch heute auf dem Weg nach Zubenitz. Das liegt in Sachsen-Anhalt und da wurde ich gebucht für ein Reitturnier. Zusätzlich habe ich heute die Laura Marx eingeladen. Du machst ganz genau? Rhythmische Sportgymnastik. Richtig. Und meinen Kompagnon Gergely Sayer, der dann die BMX-Show für mich heute macht. Ich werde moderieren mit meiner Verhinderung hier. Ja? Wie bei der Katze hier, die immer so richtig abgepoppt. Was ist? Angekommen hier am Reitturnier, das ist die Frau Westphal. Ich grüße Sie. Heute mal mit links. Hallo, ich bin links. Das ist Gergely, das ist die Laure. Zusammen werden wir heute die Show rocken. Servus, Chris Böhm. Hätte ich das gewusst, hätte ich auf jeden Fall heute die Show auch Eminem vorbereitet. Und ja, dann lass uns mal proben gehen. Bis gleich. Man sagt die Zopnitzer. Die Zopnitzer, also die Zopnitzer. Die Zopenitzer sind sehr gastfreundlich. Wir haben uns erstmal eingeladen, hier im VIP-Zelt zu speisen. Vielen Dank für eure Einladung. Aber nachher heißt es, it's Showtime. Hier proben wir jetzt für die Show. Und hier haben wir auch unseren ersten Spanner. Ne? Wie geht's dir? Gut. Ey, du sagst gerade, du kennst mich, ja? Ja. Woher? Von Günter Jauch. Von Günter Jauch damals, 2008. Okay, das blenden wir mal ein. 2008, Günter Jauch. Dann gib mal einen fetten Bounce, ja? Ja, bis später zur Show. Ja, tolle Bilanz bisher. So, meine Freunde, seid ihr bereit? In diesem Stechen, jetzt kommt's. Da kommt ein Pferd in einem Blumenladen, ja? Und fragt, haben Sie Margariten? Und seine stolze Fee. Und hier kommen sie. Also, du hast einen besseren Witz, oder was? Ja. Wie heißt denn der? Das Kino brennt. Alle rennen raus. Außer Abdul. Er hängt im Klappstuhl. Oh, okay, also muss ich sozusagen heute Abend meinen Humor ein bisschen umändern, ja? Ja. Okay. So, jetzt heißt es, zusammen umrunden wir die Welt. Von Bitterfeld bis nach New York und zurück. Immer ein Stück, Schritt für Schritt werden wir gehen. Wir werden auf jeden Fall uns wiedersehen. Okay? So, jetzt weitermachen. Dankeschön. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Chris Böhm.